hier auf meinem Kanal. Ich bin Rabea, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin für Österreich und für Deutschland. Und ich habe heute für euch eine Kartenidee, weil wir wollen heute, ich habe es euch ja schon angedroht, mit dem Dschungelpals arbeiten. Mit diesem Produktpaket möchte ich mit euch arbeiten und da freue ich mich schon richtig drüber, weil wir werden nämlich auch kolorieren und auch alte Sachen benutzen. Und das ist das Set. Das habe ich tatsächlich schon mal vorbereitet. Ich kopiere mir das immer und dann packe ich hier die Stempel hin. Hier habe ich einmal die Stanzteile ausgestanzt, wie es aussieht. Man könnte sie jetzt natürlich noch bestempeln. Und hier sind die Stanzteile. Ja, und damit es für euch nicht so lange dauert, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall Watercolor Paper. Das findet ihr im aktuellen Katalog auf Seite 126. Findet ihr hier unten dieses Aquarellpapier. Und ich lege euch nur ans Herz, dass ihr wirklich gutes Papier verwendet. Das ist wirklich gut und es lässt sich dann halt auch einfach vermalen. Und dadurch lassen sich auch super schnell tolle Ergebnisse erzielen. Ja, ich lege diesen mal eben zur Seite. Dann habe ich im Ausverkauf, also guckt immer mal bitte, wenn ihr bestellt, also wenn ihr Fragen habt zur Bestellung, irgendwas ist, schreibt mich einfach an. Ich bin für euch da und schaut immer in die Ausverkaufsecke. Ich habe in der Ausverkaufsecke mal dieses tolle Set gefunden. Das ist noch nicht so lange her. Das heißt Pflanzecke. Und hier sind definitiv ein paar Papiere drin, die ich für dieses Set nehmen kann. Man kann hier so die Pflanzen mit ausschneiden, so ein bisschen Dschungel imitieren. Und man hat ja auch, muss ich jetzt so, genau so sehen die Papiere aus. Das sind alle die Farben weg durch. Ihr habt ja auch hier immer so ein paar Blätter und die kann man auch hier wahrscheinlich richtig gut mit in Szene setzen. Und ja, deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch immer mal wieder dieses Papier bei mir sehen. Ich habe mich heute einfach für diese Steinmauer entschieden. Und die Steinmauer ist in den Farbtönen, das steht ja immer hinten drauf, Zimtbraun. Zimtbraun gibt es leider nicht mehr im aktuellen Jahreskatalog. Und der gilt ja noch bis April. Und wer weiß, wie lange also diese Farben hier drinne bleiben. Wer weiß, was Neues dazukommt. Und ihr habt aber hier oben noch Pekanuss und Espresso. Und mit den Farben werden wir arbeiten. Und ich habe mir noch das Olivgrün dazu ausgesucht, weil ich denke, dass die Farben ganz gut zusammenpassen und auch mit diesem Hintergrund harmonieren. Ja, so, jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir einfach den Pelikan und das Tier, fragt mich nicht, was das ist, eine Hyäne vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es voll süß und es ähnelt ja so eine Straßenkatze oder sowas. Aber auf jeden Fall habe ich mir die beiden schon mal auf diesem Papier mit dem Stayson ausgestanzt und aufgestempelt. Und ich habe auch die Blümchen hier genommen und habe die auch mit ausgestanzt. Die kann man ja leider nicht stempeln, aber macht nichts. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das hier ist noch ein Rest von dem Papier. Und ich gebe euch mal einen Tipp, wenn ihr das habt, bewahrt es auf, weil so könnt ihr immer noch mal gucken, ob die Farbverläufe, wenn ihr gucken wollt, ob das miteinander harmoniert, könnt ihr hier mal auf den Rest machen, bevor ihr das auf euer Motiv macht. Weil sonst, wenn das Motiv erstmal ja, versaut ist, dann müsst ihr schon wieder stempeln und ausstanzen. Und dann habt ihr nachher irgendwann keine Freude mehr dran. Deswegen testet das einfach hier so ein bisschen aus. Ich habe hier schon mal ausprobiert und ich würde sagen, die Farben passen alle zusammen. Da sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt. Tobt euch da einfach aus und ja, macht es so, wie ihr das wollt. Ich habe mich jetzt entschieden, den setze ich mir jetzt erstmal hier hin und ich fange erstmal mit der Osterglocke an, weil das Projekt ist natürlich auch so, dass man ein bisschen warten muss,
Geduld ist, ne, eine Tugend, manchmal kann ich es nicht. Und das Anthrazitgrau, die beiden Farben mache ich mir jetzt auf. Und mit denen fangen wir an. Ihr nehmt euch euren Wassertankpinsel, guckt, dass der nicht zu nass ist. Und ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich mache das mit Aquarell. Ich gehe hier einfach in die Osterglocke rein. Und ich zeige euch das gleich nochmal vom Nahen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig jetzt, das kameratechnisch für mich, für euch ein bisschen näher zu bringen. Und ich male mir erstmal dieses Feld aus. Pinsel immer schön sauber machen. Dann habt ihr jetzt das hier. Jetzt lasse ich das andere da im Schnabel frei und nehme mir Anthrazitgrau und mache die Spitze vom Schnabel. So, und das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Also beim Schnabel mache ich jetzt erstmal nichts mehr weiter. Ich werde jetzt hier hinten den Vogel ein bisschen einfärben, auch mit Anthrazitgrau. Und damit er nicht zu dunkel ist, werde ich einfach von außen nach innen in die Farbe gehen und das hier einmal grob vormalen. Dann wird er auch nicht zu dunkel. Und ihr könnt ja, weil es Aquarellpapier ist, immer wieder die Farbe aufnehmen und ihn heller machen, wenn euch das zu dunkel ist. Oder wenn euch das zu hell ist, setzt ihr gleich einfach noch so ein paar Highlights, dass es von dunkel dann hell auf hell geht. Das könnt ihr richtig schön ja, schattieren, heißt das so. Wenn man die Farben von hell auf dunkel, ich komme nicht auf das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Verblenden, so, da haben wir es, genau. Genau, da könnt ihr nämlich auch die Farben verblenden. So, ich habe hier vorne an der Spitze, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, einen da. Ich muss das mal einfangen. So. Ne, sieht man auch nicht. Schade. Wieder mit dunklem Hintergrund. Ich habe hier vorne an der Spitze einen ganz kleinen Mini-Fussel da. Und mit dem kann ich richtig gut in die Ecken gehen. Das ist aber, jeder macht es anders. Und ja, müsst ihr mal gucken, ob ihr damit zurechtkommt. Ich habe auch noch Watercolor-Stifte und die haben vorne auch so einen ganz kleinen, ja, Überstand, sag ich mal. Und mit dem kann ich halt echt gut malen. Gerade wenn ihr so ganz kleine Ecken habt, kann man die damit richtig gut malen. Ich muss das jetzt ein bisschen von weiter weg machen, weil sonst habt ihr die ganze Zeit meinen Kopf da im Bild. Das muss ja nun auch nicht sein. Deswegen hoffe ich, dass ich das hier lückenlos sozusagen anmalen kann. Also wenn jemand weiß, wie dieses Tier heißt und welche Farben es normalerweise hat, ich habe keine Ahnung, ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Bin ich echt gespannt, oder wie ihr die Tiere anmalt, in welchen Farben. Weil ich habe gar keine Idee. Es könnte nicht Hyäne sein, ich weiß das nicht. So, der Schwanz ist noch ein bisschen hell, da kann ich hier noch ein bisschen mit reingehen. Joa, kann man. Sieht auch ganz gut aus, ist jetzt auch nur ein bisschen leicht, soll auch nur leicht sein. Huch. Ihr könnt es aber noch schattieren, hier seht ihr auch am Rücken hatte ich ja angefangen, hier oben, das spiegelt so ein bisschen. Also hier ist es ein bisschen dunkler. Und dann wird es immer heller. So, ich hoffe, dass der Pelikan schon getrocknet ist. Wir machen erstmal was anderes. Genau, wir machen erstmal Folgendes. Hier ist Blütenrosa. Könnt ihr gar nicht lesen, weil es viel zu hell ist. Aber das gibt es auch noch im aktuellen Katalog. Damit werde ich jetzt erstmal die Blüten anmalen. Was für ein schönes Wortspiel. Blütenrosa und Blüten anmalen. So, da könnt ihr einfach grobflächig
rüberstreichen mit eurem Pinsel. So, die lasse ich jetzt trocknen. Ich habe jetzt einfach Pi mal Daumen einfach grob angemalt. Hier fehlt noch eine Ecke, sehe ich gerade. So, und der sieht eigentlich relativ gut mit Farbe aus. Lassen wir so. Jetzt nehme ich mir nochmal den Pelikan und gehe auch nochmal in das Blütenrosa rein. Und male hier seinen Körper an. Und ich sehe gerade, ich habe den einen Flügel von ihm vergessen. Aber es macht ja nichts. So, damit der Körper nicht nämlich ganz weiß ist, male ich ihn mit Blütenrosa aus. Ihr seht das jetzt nochmal zum Schnabel vorne. Es ist nur leicht rosa und es finde ich sieht total niedlich aus. Dann nehme ich mir nochmal das Kürbisgelb. Das findet ihr auch noch im aktuellen Jahreskatalog. So, ich hoffe, ja, der Schnabel fühlt sich trocken an. Da gehe ich jetzt hier vorne einfach in den Schnabel. So, und schon habt ihr einen richtig süßen, halbfertigen Pelikan. Genau, weil, zeige ich euch, geht ihr nochmal in das Orange. Ich habe ja vorne diesen kleinen Mini-Haxer da, kleine Spitze, und damit male ich jetzt noch den Schnabel an. So, genau. Und jetzt, weil ich es vergessen habe, nehme ich mir noch ein bisschen Grau und mache hier seinen Flügel an. So was Blödes. Achtet nur drauf, dass ihr jetzt nicht zu dicht an euer Blütenrosa kommt, weil das muss ja noch trocknen. Aber ich glaube, das geht so. Und hier geht ihr nochmal in euer Blütenrosa rein. Bei eurem kleinen Tierchen. Und dann könnt ihr ein bisschen Rosa in die Ohren machen. So spiegelt sich das auf der Karte dann nachher auch alles wieder. So, und das war einfach ein ganz schnelles Ausmalen mit den Stempelkissen. Und ich finde, sie sind einfach süß geworden. Und die werden wir jetzt einmal auf die Karte bringen. So, damit ihr nämlich wisst, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier aus dem Stanzset einmal diesen Baum genommen. Den habe ich in Pekannuss einmal ausgestanzt. Dann habe ich mir die Blätter genommen, also zweimal dieses große. Das ist dieses hier, das habe ich beides in Olivgrün gestanzt, genauso wie die Blätter. Die sind auch da und wo ist das andere Blatt? Da. Die sind verschieden groß und ich habe mir einfach nochmal mit den Kreisen mit Büttenrand, habe ich mir nochmal in Olivgrün einen Kreis ausgestanzt. Und mit dem Set Basic mit Pep, da habe ich mir einmal in Espresso und in Weiß auch nochmal einen Kreis ausgestanzt, sodass wir das hier überlappend so raufsetzen können nachher als unser Etikett. Die Farben passen super zusammen und hier hinten habe ich auch nochmal Espresso genommen. Und ja, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal die Karte zusammen. Das kommt jetzt erstmal zur Seite. Oh ne, wisst ihr was? Wir stempeln jetzt erstmal. Und zwar nehmen wir wieder mal das Produktpaket Runde Sache. Also ihr findet das tatsächlich immer wieder bei mir alles. Und ich arbeite viel mit den Sachen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man immer so ein paar Basics zu Hause hat. So, wir werden das einfach machen. Habe ich noch gar nicht vorbereitet. Ich nehme jetzt einfach mal das Hallo. Weil so eine Karte kann man ja für alle möglichen Sachen nehmen und so ein Hallo geht immer. Dann habe ich mir gedacht, weil wir in der Farbe bleiben, nehmen wir auch das Olivgrün. Dann nehmt ihr euch eure Stempelpräferiermatte und euer Säuberungskissen, dass euer Stempel immer gleich wieder sauber ist.
Und dann stempeln wir uns das Hallo einmal auf. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das passt. Also Pi mal Daumen. Es kommt ein bisschen rüber, aber es macht ja nichts. Dann muss ich mir noch mal ein Schmierblatt unterlegen. Weil das Hallo ist ein bisschen zu groß. Und wenn es gleich doof aussieht, nehmen wir halt einfach einen anderen Spruch. Okay, das sieht jetzt so aus. Ich schaue mal eben, ob man diesen Schnibbel hier unten vertuschen kann. Weil die wollte ich sowieso hier raufsetzen, aber ich wollte sie gerne da oben und da unten. Nee, ich stanze mir noch mal eben was Neues aus. So, ich habe jetzt den Kreis noch mal ausgestanzt und ich will trotzdem das Hallo nehmen. Ihr geht einfach wieder in euer Stempelkissen. Und jetzt hoffe ich, klebe es mir jetzt einfach hier mit dem Washi-Tape ab und setze mir das Hallo rauf und hoffe, nein, ich bin abgerutscht. Passiert, nochmal. So, alle guten Dinge sind drei, ich habe es hingekriegt. Jo, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, aber ihr habt es ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Klebt euch das einfach ab. Ich wollte euch jetzt nicht langweilen, falls es mal wieder nicht funktioniert. So, und dann können wir jetzt die Karte zusammenkleben. Jetzt sollte aber auch eigentlich alles trocken sein. Ja, dann nehmt ihr euch erstmal euren Baum. Und ich habe mir gedacht, das ist leider ein bisschen geknickt, aber ist nicht schlimm. Den Baum wollte ich gerne so machen. Hier oben gehen die Äste nach oben, hier die kleinen Zweige und hier nach unten. Also ich werde es mir jetzt so, würde ich es mir dann rauf machen. Erstmal meine ganze Schublade hier mit meinen ganzen Klebeutensilien. Ihr nehmt euren Flüssigkleber oder doppelseitiges Klebeband, klebt es erstmal fest. Jetzt nehme ich mir doch mal mein Schmierpapier wieder, weil ich jetzt länger Kleber drauf gemacht habe, als unser Kartenrolling lang ist. Das kürzen wir uns nachher noch ein. Jetzt könnt ihr es auch noch ein Stück nach unten schieben. So. Wenn das hier mit dem Rand ab hinhaut, dann könnt ihr euch das Ganze andrücken. Den Ast hier unten muss ich mir mal abschneiden. Der würde mich wahrscheinlich gleich in unserem Bastelvorhaben nerven. So, dann kleben wir uns jetzt erstmal, dann kann in der Zeit das trocknen und dann würden wir uns das gleich abschneiden. Das ist dann auch ein bisschen einfacher. Dann kleben wir uns jetzt erstmal das Etikett zusammen, würde ich sagen. Das Hallo klebe ich direkt auf das Grüne rauf. Einfach Flüssigkleber rauf. Ich finde diesen Büttenrand ja echt schick, ne? Und damit kann man ja so viel machen. Hier nehmt ihr dann eure Dimensionals und macht einfach hinter das Etikett Dimensionals rauf, damit das ein bisschen erhöht ist. So, dann haben wir schon mal unser Etikett. Genau, die kleben wir gleich fest, die Blumen, aber erst wenn die Karte soweit ist, da kommen dann auch nochmal Dimensionals hinter. So, dann schauen wir mal. Ja, das ist trocken. Das könnt ihr euch dann jetzt einfach mit eurer Schere abschneiden. So, dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders aus. Dann habe ich mir gedacht, kommt hier unten das Grünzeugs hin. So. Und dieses Whatever-Tier-Kätzchen, das kommt hier so zwischen
dass auch der Schwanz hier hinten so ein bisschen durchschimmert. Das heißt, wenn es jetzt so bei euch liegt, seht ihr ja, dann macht ihr erstmal auf einen Flüssigkleber. Jetzt sehe ich gerade, oder jetzt wird mir erstmal bewusst, in den Blättern sind ja, Moment, ja, wie witzig. Da können wir doch die Pummelkatze hier einfach mal durchjagen, oder? Passt nicht. Das ist ja witzig. Wahrscheinlich ist es auch dafür gemacht. Dann kommt der dicke Bauch da eben durch. Ah, das ändert das ja Ganze gerade ein bisschen hier. Ja gut, aber so will ich es nicht. Ich möchte gerne, dass die Katze hier unten so ein bisschen, dass man sie besser sieht. Na, was heißt Katze, aber das Tier. Aber den Schwanz, den machen wir da durch. Das finde ich ja witzig. Das heißt so, wir machen uns jetzt hier einfach mal Flüssigkleber hin. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Hier mal jetzt auch mal Flüssigkleber drauf. Da kommt aber noch ein Dimensional hin. Ich würde sagen, das erhöhen wir uns einfach ein bisschen. Ja gut, den Flüssigkleber kann man sich dann auch sparen, wenn man da Menschen jetzt draufklebt. So, jetzt steht es hier oben ja ein bisschen ab. Das Blatt. Da klebe ich jetzt einfach ein Dimensional hinter. So, und den habe ich gedacht, setzen wir uns hier hin. Dann fällt das mit dem Übergang auch gar nicht so auf mit dem Grün und dem Baum. So, richtig süß. Ja, Blätter hier oben. Das erhöhen wir uns auch alles ein bisschen. Dann nehme ich mal die Mini-Dimensionals. Wo ist es da? Es kommt hier so ein bisschen 3D-Effekt rüber. Das Blatt kleben wir uns einfach an. Wenn es hier oben ein bisschen über die Karte ragt, ist überhaupt nicht schlimm. Da kommt ja noch unser Papier rüber. Das werde ich mir auch noch mal erhöhen. Wie witzig mit dem Grün. Da kann man bestimmt auch das F hier in der hier den das Faultier, wenn wir das hier oben noch mal ranhängen, wir kommen noch ein paar mehr Karten, da kann man bestimmt auch gut arbeiten. Und bei den Blättern ist das auch so mit diesem Strich. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da noch alles draus zaubern. Achso, die brauche ich ja gleich noch. Ich würde sagen, wir kleben uns das Ganze jetzt. Nö, wir machen jetzt erst das Etikett. Hier klebe ich mir einfach Flüssigkleber hinter. Das haben wir ja jetzt schon so gut erhöht. Das setze ich mir dorthin. Und nun hätte ich ja gerne noch die Blüten. Das heißt, oh Gott, genau so rum, weil hier ist ja so ein Blütendingsbums drin. Das heißt, hier hinten muss ein Dimensional hin. Und dann mache ich hier nochmal Flüssigkleber ein bisschen rauf auf die Blütenblätter. Dann setzen wir uns die Blüte hier unten einmal hin. Und das Gleiche machen wir hier oben auch. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, so. Das heißt, hier oben kommt der Dimensional hin. Huch. Ist ja was, den kürze ich mir mal eben.
machen wir auch noch mal Flüssigkleber hier auf die Blüten, dass hier so ein bisschen drüber ist. Sieht schon süß aus, ne? So, jetzt mache ich hier hinten noch mal doppelseitiges Klebeband hin, also Foam Tape. Und das kleben wir uns jetzt einmal auf unsere, auf unseren Kartenrolling. Ne, das sind die Karten. Unsere Mattung in Espresso. Boah, ist das süß. So, und nun kleben wir uns das einfach auf die Karte auf. Ja, das ist die Kartenidee für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bekommt dieses Produktpaket gratis aus der Celebration auf Seite 12 und 13. Und ja, wenn ihr jetzt in diesem Fall, wenn ihr beides haben wollt, 180 Euro ausgeben möchtet, dann kriegt ihr das gratis dazu. So ein Standset ist halt auch eigentlich wahnsinnig teuer und das ist halt eigentlich ein gutes Angebot. Also überlegt euch das. Wir werden noch mehr damit basteln. Ich hoffe, dass euch die Kartenidee gefallen hat und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.